sagt das Videospiel. Und sagt es auch. Und damit willkommen zurück zu Pathologic aus dem Hause Dave Dern TV. Und wir sind ein bisschen erschöpft, wie es anscheinend der Fall ist. Fressen wir doch einfach mal ein paar Kaffeebohnen ganz roh. Macht man halt so, habe ich mir sagen lassen. Nein, macht es bitte nicht, Kinder. Ich glaube, es ist nicht gesund. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich könnte mir vorstellen. Ja, weiß ich nicht, das Gesöhn ist es, glaube ich nicht. Vielleicht liege ich auch falsch. Und ist diese Krankheit wirklich ansteckend? Wirklich? Sollen wir zweifeln? Sie ist ansteckend, wie wir soweit wissen. Berühren Sie mich, ist meine Stirn heiß? Ist das nicht dieselbe Quest, die wir schon mal hatten? Die flüchtigen Metzger verstecken sich in ihrem Haus, Ospina. Gut, kreuzigen Sie mich dafür. Was? Sie wurden schon wieder von den Olgimskis geschickt? Das ist jetzt vielleicht so ein Punkt, was ich ja in einer der letzten Folgen schon mal angesprochen habe, eine Frage, also eine Auswahloption, die tatsächlich vielleicht einen Unterschied machen kann, je nachdem, was wir nehmen, im Laufe der Quest sozusagen oder wie die Quest weiter verläuft. Aber sie wollen den Kopf. Ja, nee. Nein, diesmal komme ich auf meinen eigenen Wunsch. Ich brauche Ihre Hilfe. Dann will ich Ihnen mal zuhören. Was ist nur los, dass so ein weiser Mann wie Sie Hilfe brauchen könnte? Ich brauche Gewebeproben von einem Mann, der an der Sandseuche gestorben ist. So etwas können Sie nur in den infizierten Häusern bekommen. Da Sie noch am Leben sind, waren Sie wohl noch in keinem davon. Doch, ich hatte nur Glück. Nein, es war alles Können natürlich, Geschick. An so einem Ort können Sie 5 bis 10 Minuten überleben. Dann sind auch Sie infiziert und Sie kennen ja die Konsequenzen. Und wenn ich Sie dazu zwinge? Ja, mit diesen unfreundlichen Optionen. Vielleicht hilft mir jemand. Vielleicht, oder was wird er dafür verlangen? Vielleicht meldet sich sogar mehr als einer, wenn ich danach frage. Aber ich möchte Sie auch um eine Gegenleistung bitten. Sie werden mir doch eine Bitte nicht abschlagen. Es kommt darauf an, worum Sie mich bitten. Sie haben Einfluss auf Olgimski. Nutzen Sie diesen Vorteil. Fordern Sie ihn auf, die Jagd auf die Flüchtlinge einzustellen. Dies ist nicht der richtige Augenblick für Vergeltung. Und er ist übereifrig. Es dauert so lange, bis er sich beruhigt. Wenn er es denjenigen außerhalb des Bienenstocks erlaubt, weiterzuerleben, werde ich 3 Metzger überreden, ihr Leben zu riskieren. Sie haben ohnehin nichts zu verlieren. Tja, das ist jetzt halt so eine Entscheidung, 3 Leben potenziell opfern für Ruhe der Verhältnisse und so, ne? Also entspannte Verhältnisse. Oder halt sagen, nö, wir suchen nach irgendeiner anderen Lösung, wie die auch immer aussehen soll. Ich meine, das Überreden, ihr Leben zu riskieren, heißt ja auch noch nicht unbedingt, dass sie es tun werden, vielleicht. Ich gehe mal aufs Ganze. Ich werde es versuchen. Ospina ist bereit, die 3 Metzger auszuliefern, unter der Voraussetzung, dass Bös Olgimski zustimmt, alle anderen zu begnadigen. Wir können ja mal mit ihm quatschen, was er dazu sagt. Ein menschliches Leben ist dir kaum etwas wert. 3 Leben werden im Austausch gegen ein Ehrenwort von Olgimski gegeben. Er sollte aufhören, die geflohenen Arbeiter zu verfolgen. Ja, das war jetzt so eine Option, die ich tatsächlich aus Neugierde, muss ich einfach sagen, aus meiner Spielerperspektive aus Neugierde gewählt habe. Die andere Option, weiß ich gar nicht, wozu die geführt hätte. Ob da trotzdem auch irgendwie Blutvergießen im Spiel wäre? Vorausgesetzt, bei dieser anderen Option wäre es überhaupt Blutvergießen. Ich muss übrigens mal eben kurz gucken. Geht sofort weiter. In den Einstellungen. Okay, passt alles. Ich hatte nämlich jetzt gestern oder so, ja doch, gestern war es, gestreamt auf meinem Hauptkanal Definitely, den ersten deutschsprachigen Stream dort gemacht, der auch ziemlich
gut ankam, was mich natürlich freut. Und da ist mir dann hinterher aufgefallen, irgendwie ist meine Bitrate in meinem Aufnahmeprogramm so niedrig eingestellt gewesen und ich habe es aber nicht geändert. Und deswegen wollte ich gerade noch mal gucken, ob es für die Aufnahme hier zumindest irgendwie gut ist. Aber da ist alles normal. Also toi, toi, toi. Ja, okay. Tja, wir haben die schon gleich vielleicht in dem Haus versteckt, was ich von dem Jungen erhielt. Da haben wir nachgeguckt. Wir haben mit dem jungen Vlad ja eigentlich auch gesprochen. Da gibt's nichts Neues. Dann haben wir mit Rubin gesprochen, mit dem wir auch noch sprechen können. Ja. Okay. Einen Brief bekommen oder so? Eieiei, okay. Epidemie. Großgeschriebene Begriffe muss man schreien. GameTube Talk. Ach ja. Aufgebahrt. Wie immer so gut. Nach ihren Empfehlungen verfasst, mit der Bitte um Genehmigung. Aufruf an die Stadtbewohner. Bürger! Die Stadtobrigkeiten ordnen in Verbindung mit der Epidemie den Ausnahmezustand an. Es handelt sich dabei um eine tödliche Krankheit, die auch als Erdseuche, Sandseuche oder Sandkrankheit bezeichnet wird. Die Krankheit ist höchst ansteckend. Die Übertragungsweise konnte noch nicht zufriedenstellend ergründet werden. Nach vorläufigen Informationen wird sie durch Kontakt mit den Infizierten und die Atemluft übertragen. Seren und andere Gegenmittel werden erst mit dem planmäßigen Zug erwartet. Derzeit gibt es kein Serum in der Stadt. Seien Sie vorsichtig. Verfallen Sie jetzt nicht in Panik. Und alle verfallen in Panik. Die Bürger werden angewiesen, ihre Häuser nicht zu verlassen, bis eine besondere Anordnung ausgegeben wird. Denken Sie daran, dass die Möglichkeit, sich zu infizieren, stark reduziert wird, wenn Sie sich innerhalb eines geschlossenen Raumes aufhalten. Erhitzen Sie Ihre Tischgeschirr, kochen Sie Ihre Kleidung aus und töten Sie alle Ratten. Geraten Sie nicht in Panik. Post, notwendige Wasserrationen, Medizin und andere Artikel werden von Ärzten, Vollstreckern und Kurieren ausgeteilt. Alle Anfragen können in Briefform verfasst für die Kuriere an den Türen hinterlassen werden. Dieser Aufruf stammt von Mediziner Dankowski und wurde vom Notfallgeneralbevollmächtigten willkommen bei der deutschen Sprache mit wunderschönen Compound Words, wie man sie im Englischen nennt, oder Compound müsste man eigentlich sagen. Also Composita, eine Verbindung von verschiedenen Einzelbegriffen zu einem neuen Begriff. Alexander Saburov, genehmigt. Das war eine kleine Paraphrase, so ein bisschen eingeschoben hier. Sämtliche Anordnungen von Mediziner Dankowski ist unbedingt Folge zu leisten. Ja, wir haben unendliche Macht in dieser Stadt. Nein, haben wir nicht, aber hier war doch auch ein Wasserfass, ne, oder? Nee. Ach, gehen wir erstmal zum ollen Gimski. Dann können wir immer noch speichern. Wir haben mittlerweile übrigens kurz nach 4. Gibt es hier einen schnellen Weg? Ja, wie gesagt, ich traue dieser Karte nicht so ganz. Also, in diesem Teil der Stadt zumindest nicht. Wir können... Ja, geh auch hier hinten her. Ich glaube, ich gehe hinten her. Oder? Ah, ich weiß nicht. Naja, dann müsste ich hier diesen Umweg gehen. Hier hin. Das hier wäre kürzer. Nee. Nee. Sag ich da. Nee. Noch ein Brief. Was ist denn los heute? Okay. Vertrauliche Nachricht. Nach Ihren Empfehlungen verfasst mit der Bitte um Genehmigung. Aufruf an alle Streifenposten, Sanitäter, Kuriere und Helfer. Die vorliegende Nachricht ist vertraulich zu behandeln. Um eine Panik zu vermeiden, muss unter allen Umständen vermieden werden, dass diese Informationen an Zivilisten weitergegeben werden. Die Krankheit ist unheilbar. Es existiert kein Serum. Höchstwahrscheinlich erhalten wir auch kein Serum aus der Hauptstadt. Es gibt dennoch gute Nachrichten. Erstens.
Das Erkrankungsrisiko kann durch Immunmedikamente beeinträchtigt reduziert werden. Bis jetzt ist nur bekannt, dass A-Tabletten und B-Tabletten, gelb respektive dunkelblau, also die A-Tabletten kennen wir ja schon, wirksam sind. Bedenken Sie, dass höhere Dosen dieser Arznei der Gesundheit schaden können. Apropos Gesundheit, sollen wir jetzt gleich vielleicht mal eben gucken. Die Immunität kann durch das Tragen synthetischer Schutzkleidung weiter gesteigert werden. Auf keinen Fall soll Wollkleidung getragen werden. Parasiten. Außerdem soll die Kleidung regelmäßig gewaschen werden und gewechselt werden. Harsen. Drittens. Achtung! Diese Krankheit entwickelt sich auf inhomogene Weise. In einem frühen Stadium kann ihre Entwicklung durch Einnahme von Antibiotika beinahe aufgehalten werden. Wenn es aber zu wiederholtem Kontakt mit infizierten Objekten kommt, schreitet die Entwicklung der Krankheit lawinenartig, in Anführungszeichen, schnell voran. Viertens, die Krankheit kann nicht durch die Atemluft übertragen werden. Gerade eben wurde just in diesem anderen Brief genau das Gegenteil behauptet. Wie geil. Hat sich aber schnell, ja, eine Erkenntnis geändert. Ich meine, möglich, theoretisch denkbar, ne? Aber, ja, ist immer interessant. Die Art der Übertragung ist bis jetzt unklar. Nach dem Stand der bisherigen vorläufigen Informationen ist die Krankheit während der frühen Phasen überhaupt nicht infektiös. In solchen Fällen ist der Kontakt mit gesunden Personen nicht untersagt. AC. Wahrscheinlich irgendwas Lateinisches für im Auftrag von Vollstreckern. Ausdrücklich an Sie gerichtetes Postskriptum. Aufgrund der Natur Ihrer besonderen Mission ist es beinahe unmöglich, eine Ansteckung zu verhindern. Wenn Sie also infiziert werden, verlieren Sie nicht den Mut. Früher oder später wäre das ohnehin passiert. Halten Sie die Krankheit in Ihrer Inkubationsphase und nehmen Sie Antibiotika. Das Serum wird über kurz oder lang entdeckt werden. Denken Sie an das Kinderpuder. Es brennt, aber es tötet Erreger ab. Halten Sie durch. Ja. Das Puder haben wir ja. Moment. Gesundheit. Ja, wir hatten ja ein bisschen verloren, dadurch, dass wir diese Kaffeebohnen gefressen haben. Arsen. So, eins reicht. Oh, wir haben sogar Beta-Tabletten. Interessant. Was sagt denn meine Immunität? Hälfte. Das sind halt wirklich kleine gesundheitliche Einbußen. Kann man gut mitleben. Bin ich denn jetzt eigentlich gelandet? Hier, ne? Ja. Das ist genau die falsche Richtung. Super! Hierher. Ich bin ja mal gespannt, noch können Wetten abgegeben werden, ob wir in diesem Spiel jemals hier auf offener Straße einen Hund sehen werden. Das einzige Mal, dass ich in den Let's Plays, die ich von diesem Spiel gesehen habe, im Laufe der Jahrhunderte, mal einen Hund gesehen habe, ist in diesem Distrikt hier gewesen. Also auf diesem Teil der Karte. So. Dann. Das hatten wir ja alles, genau. Ne, dann gehen wir richtig. Okay. Zu Olgimski. Was ist mit euch beiden denn los? Ihr seid aber sehr anhänglich aneinander. Vater und Tochter. Manfred, was hasse? Nicht! Frechheit. Hier in dem Lebensmittelladen waren wir drin, ja. Ja, Regenschirme gibt es hier auch anscheinend nicht in dieser Stadt. Und die Leute haben sehr, sehr viel Spaß, auch bei Regen spazieren zu gehen. Und das, obwohl ihr euch eigentlich im Haus aufhalten solltet. Ach, niederes Fußvolk. So die arrogante Ader des Mediziners hier.
Nee, das ist Capella. Ich glaube, mit der könnte man theoretisch gesehen auch mal reden, aber... Tja. Wie man hier bei uns sagt. Ja. So ist es. Die Gerber, ja, das war ein unangenehmer Tag, nicht wahr? Hattest du mich das nicht schon mal gefragt? Und ich habe da auch gesagt, ich weiß nicht, wovon du redest. Und auch diesmal würde ich es wiederholen. Wir müssen ja vielleicht nicht ganz aber sofort mit der Tür ins Haus fallen. Wissen Sie etwas über den Schlitzer? Ja, ich habe solche Gerüchte gehört. Am Friedhof wurden einige Leichen entwendet. Aber Sie meinen ja, dass es sich nicht um Ihre eine Person handeln kann. Es kann ja nicht nur eine Person sein. Das sind auch wieder zwei Sätze, die genau dasselbe im Prinzip aussagen. Eine Person kann ja in so einer kurzen Nacht nicht an mehreren Orten auftauchen. Doch schon bald werden auch Sie überzeugt sein. Wen verdächtigen Sie? Auf jeden Fall die Metzger. Darüber brauchen wir nicht weiter nachzudenken. Selbst der schlimmste Bastard würde sich nicht an einer solchen Blasphemie beteiligen. Einige Leute sind auf jeden Fall schamlos genug, ein Messer zu verwenden. Doch niemand, abgesehen von Metzgern, würde Körper stehlen. Es wäre ein sinnloses und gefährliches Unterfangen. Gut, ich vertraue Ihnen. Klammer auf, vielleicht nicht ganz, aber ich sag's ihm einfach mal, Klammer zu. Wer hätte das gedacht? Also werden wir von einer Seuche bedroht. Wir könnten das Ganze nochmal fragen und dann das hier mal wählen. Könnte es nicht der junge Burach sein? Ich bitte um Verzeihung. Nein, es könnte nicht Burach sein. Während dieser gesamten Zeit dachte Burach nur an eine Sache, Isidors Tod und sein Erbe. Er hatte keine Zeit für Leichen, glauben Sie mir. Außerdem entstammte Burach der Steppe. Obwohl er nicht dort aufgewachsen ist, er hält sich an die Rituale der Steppe. Gut, ich vertraue Ihnen. Okay, es führt beides also zum selben. Jemand wird diese Sünde auf sich nehmen müssen. Also manchmal können wir tatsächlich auch so ein bisschen ausprobieren, wie ihr gerade gesehen habt, mit Gesprächsoptionen. Ich möchte Ihnen einen Handel vorschlagen. Es geht dabei um Ihre Flüchtlinge. Ich bitte um Verzeihung. Über die Flüchtlinge vom Bienenstock sollte meiner Meinung nach nicht diskutiert werden. Aber ich bin immer bereit, für einen guten Handel zu sprechen. Über einen guten Handel zu sprechen. Also... Ich will, dass Sie die Verfolgung der Entflohenen aufgeben. Was möchten Sie dafür haben? Warum sind Sie daran interessiert? Ich mache nur meine Arbeit, aber ich kann Ihnen nicht sagen, wofür ich diese Leute brauche. Und was würden Sie mir dafür als Gegenleistung geben? Ich bin bereit, mir Ihr Angebot anzuhören. Lassen Sie mich nachdenken. Denk, denk, denk. Ich weiß, was ich als Gegenleistung für die Metzger haben will. Und zwar das einzigartige Kapital, über das sie verfügen und über das ich nie verfügen werde. Ich bin gerade so ein bisschen an eine Szene aus Matrix erinnert, wo der Merowinger, ich glaube, das ist in Matrix 2, Reloaded, also dieser Franzose, der da spricht und mit Trinity und Morpheus ein Geschäft macht, bringt mir die Augen des Orakels, etwas, was ich nicht haben kann, was ich aber schon lange begehre. So, irgendwie habe ich gerade diesen Vibe gespürt hier bei dem Gespräch. Was meinen Sie damit? Ihr Einfluss bei den Kainz. Ich werde die Verfolgung der Metzger einstellen, wenn Georgi die Verfolgung des jungen Burak einstellt. Er ist unschuldig. Er hat ein glaubwürdiges Alibi in allen Anklagepunkten und ich bin bereit, dies zu bezeugen. Sie sollen ihn in Ruhe lassen. Einverstanden? Wenn Sie für ihn bürgen, werde ich mein Bestes versuchen, sobald ich die Chance dazu habe. So, so. Und versuchen Sie zur selben Zeit, Rubin zu überzeugen, dass der junge Burak unschuldig ist an Isidors tragischem Tod. Der dickköpfige Rubin ist der Letzte, der davon überzeugt werden muss. Der junge Mann sollte nicht als der Mörder seines Vaters bekannt sein. Sie haben ja Kontakte zu Rubin, wie ich hörte. Ich werde Rubin berichten, was Sie gesagt haben.
Ich bin noch nicht fertig. Ich wünschte, Sie würden aufhören, mich wegen des Bienenstocks zu quälen. Wie oft soll ich noch sagen, dass dort alles sauber ist? Aus diesem Grund wurde er gesperrt. Ha! Und Sie haben mich auf eine glänzende Idee gebracht. Was halten Sie von folgendem Vorschlag? Sie beenden die Verfolgung und ich werde den Kainz nichts davon sagen, was sich meiner Meinung nach im Bienenstock befindet. Ich bitte um Verzeihung, wenn Sie die Sache so darstellen. Ja, sicher, sicher. Ich wollte ohnehin, worum es nun geht. Also, wenn die Gerber infiziert werden, dann wie damals in der Dunst, im Dunstdistrikt. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort als Händler. Daher, ich kenne Sie als einen Mann von Ehre. Verdammt nochmal. Irgendwie kommt mir jetzt gerade so bekannt vor. Hatten wir dieses Gespräch nicht schon mal irgendwie oder so ähnlich? Oder vielleicht erinnere ich mich auch gerade einfach nur dran aus den Let's Plays. Weiß es nicht. Ich bin froh, dass wir uns geeinigt haben, Boos Vlad. Boos ist, glaube ich, so eine Art, so ein Ehrentitel hier. Aus der Steppensprache, wenn mich nicht alles täuscht. Das Ehrenwort eines Händlers ist eine verlässliche Garantie. Okidoki. Olgimski ist nachgiebig. Er scheint sich am meisten um den Bienenstock zu sorgen. Eine wahre Achillesferse seiner angesehenen Familie. Seltsamerweise hat er darum gebeten, den jüngeren Burak vor den Kainz zu befragen. Oder sind das auch nur wieder dumme Geschäfte? Krumme Geschäfte. Seltsamerweise hat er darum gebeten, den jüngeren Burak vor den Kainz zu befragen. Dass ich den jüngeren Burak vor den Kainz befragen soll? Oder dass er, also dass Olgimski den jüngeren Burak vor den Kainz befragt. So rum ist es, glaube ich, gemeint, ja. Weil wir ja auch noch nicht wirklich wissen, wo Burak sich überhaupt aufhält. Wir haben ihn ja noch überhaupt nicht getroffen. Wir haben ja immer nur von ihm gehört. Und wie wir in einem anderen Gespräch, ich weiß nicht, ob es, ich glaube in der letzten Folge oder so war, ja auch schon erfahren haben. Kommen wir hier nämlich zurück hin. Wir könnten vielleicht aber auch Ospina sagen, dass wir die verschont haben. 16:59. Komm, wir machen das mal. Wir versuchen mal zu Ospina nochmal zu gehen und ihr vielleicht zu sagen, dass das Leben der Metzger ein bisschen verschont ist. Vielleicht ist das jetzt vergeudete Zeit, ich weiß es nicht. Vielleicht können wir auch eher erst zu ihr zurückgehen, wenn wir bei den Kainz waren. Aber weil wir jetzt gerade hier noch einigermaßen in der Gegend sind, versuchen wir es einfach mal. Wenn es denn unfruchtbar sein sollte, würde ich sagen, lade ich einfach nochmal und wir gehen direkt von ihm zu den Kainz. Jedenfalls irgendwas wollte ich gerade erzählen. Mist, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ach, Kogge. Vielleicht fällt es mir später wieder ein. Ich versuche da mal so ein bisschen rumzudenken, was es gewesen sein könnte. Ach so, genau. Jetzt weiß ich es wieder. Und zwar in einem früheren Gespräch, was wir hier schon mal geführt hatten. Da war es ja auch so, dass die Heilerin schon mal angesprochen wurde, dass da irgendwas mit ihr passiert sei oder dass sie auch irgendwelche Sachen mit Leuten besprochen hätte und auch der Seher. Und es ist natürlich so, ihr habt es euch wahrscheinlich eh schon gedacht, dass die beiden anderen Charaktere, die wir hätten spielen können, gleichzeitig hier mit uns auch ihre Agenda betreiben. So viel kann ich verraten, ohne zu viel zu spoilern, würde ich sagen. Wenn man jetzt als die anderen beiden Charaktere hier spielt, ist einiges deckungsgleich, aber anderes auch immer unterschiedlich von Kampagne zu Kampagne. Also es ist jetzt nicht so, dass egal wen man spielt, die anderen Charaktere das, was man aus ihrer Kampagne kennt, auch 1:1 immer noch so machen, sondern es gibt immer wieder Abweichungen in allen Kampagnen zueinander und im Vergleich zu den drei Charakteren, was sie jeweils in diesen drei Kampagnen machen. Was das Ganze natürlich auch nochmal spannender macht für Leute, die das irgendwie dann nochmal spielen wollen und nochmal und nochmal und nochmal und so.
So. Ich könnte mir vorstellen, dass das vergebene Zeit jetzt gerade war, aber sicher bin ich mir nicht. Ja. Oh, okay, doch. Doch. Cool. Berühren Sie mich. Ist meine Stirn heiß? Der große Vlad ist einverstanden. Er hat versprochen, dass von dieser Stunde an keiner der Flüchtlinge mehr durch seine Anweisung getötet wird. Woher weiß ich, dass er sich daran hält? Wurde das denn weitergegeben? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich könnte mir vorstellen, egal was wir jetzt wählen, das wird beides zum selben führen, dass sie sagt, oh, danke schön, aber ich bin mir halt nicht sicher. Will es ja nicht verkacken, ne? Ich versuche mal das untere. Mein Wort darauf und Vlads Wort. Er ist nicht in der Position, sein Wort zu brechen. Auch er wird verfolgt. In Ordnung. Ich werde 3 Metzger in den infizierten Gerber-Distrikt schicken. Dort werden sie auf sie warten. Wenn sie natürlich einen Körper finden, werden sie ihn aufschneiden und damit auf sie warten. Nach einer Stunde sollten sie gehen. Sie können verloren sein, bevor sie sie erreichen, also beeilen sie sich. Warum sollte ich nicht mit ihnen gehen? Da das Sezieren der Toten eine bestimmte Bestimmung der Schabnaks ist. Wenn sie dabei sind, was macht es für einen Unterschied, wer das Messer führt? Es geht darum, wer den Befehl gibt. Oder glauben Sie, dass die Menschen werden nicht erkennen, wer die Toten tatsächlich entweihen wollte, wenn sie still daneben stehen und zusehen? Ja gut, ergibt Sinn, ne? Klingt überzeugend. Brauchst du gar nicht so zu schmollen. Ich empfehle Ihnen, sich gut umzusehen, bevor Sie den infizierten Distrikt aufsuchen. Bereiten Sie sich lieber auf den Besuch vor. Man erzählt sich, dass es leichter ist, in einem Fleischwolf zu überleben, als in diesem Distrikt. Die Wachmänner, die die infizierten Häuser absperren, haben schon ungefähr die Hälfte der beschlagnahmten Medikamente verbraucht. Sagen Sie mir nicht, wie ich meine Arbeit erledigen soll. Ah, meine Güte, das ist unfreundlich. Mann, geht auch freundlich. Vielen Dank, Ospina. Was ist das schon wieder her? Lange Quest hier, ey. Der Gerber-Distrikt ist infiziert. Ospina hat 3 Metzger geschickt. Wahrscheinlich hat einer von ihnen eine Probe für mich. Im Sinne der Wissenschaft müssen wir uns beeilen. Okay, dann sollten wir vielleicht da jetzt zuerst hingehen. Statt zu den Keins. Keins. The Keins, 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 Keins. Kennze? Kennze? Haha. Kennze den? Arsen. Obwohl, na komm, weil wir halt jetzt einen Zeitpunkt haben, gefühlt gehen wir mal hier oben hin. Wir wissen jetzt aber natürlich nicht genau wo, was die Sache nicht einfacher macht. Ja, okay. Gucken wir mal, was wir da vorfinden. Das ist ja der einzige Distrikt, der aktuell infiziert ist, laut Karte. Die wir ja vom jungen Blatt bekommen haben, wie ihr euch vielleicht noch erinnert. Und die wir uns jeden Tag aufs Neue holen können für, ich glaube, 1000 Münzens. Oh, fuck. Ja, Margret, da renn mal schnell hier. Genau, denn Ingo Lenzen ist on Tour. Wow. Sollte das Messer ausrüsten statt meine Knarre für Ratten und so. Der Zutritt zum infizierten Gebiet ist strengstens untersagt. Lebensgefahr. Das hatten wir doch alles schon mal gesprochen. Oh, natürlich, ja. Verteidigung, bla bla bla. Ich hätte da etwas zum Tauschen.
Wert 1. Ja, nee. Ja, jetzt ist halt die Frage, wo müssen wir denn hin? Oho. 7. Scheiße. Ach, Mist, verdammt. Oh, ich kann sogar noch scrollen. Das ist auch nichts. Scheiße. Mist. Denn auch mit den Wachen können wir ja hier... tauschen. Weiche von mir. Stationäre. Oh, da habe ich den Vogel gerade so ein bisschen abgewürgt. Ah, schön. 2. Ah. Ja, besser als nichts, ne? Ja, soll ich jetzt den ganzen Distrikt absuchen hier oder gibt es da irgendeinen Hinweis, wo wir hin müssen? Ups. Ist das der Gerber-Distrikt? Vielleicht vertue ich mich auch. Aber ist er der Einzige, der infiziert ist? Hat 3 Metzger geschickt. Wahrscheinlich hat einer von ihnen ein Tor für mich. Da wohnt Spischka, wie er hier heißt. Sticky. Oh, okay. Wir haben die Bastarde getötet. Keine Sorge. Nach Anweisung von Olgimski. Bewaffneter Widerstand. Wahrscheinlich haben sie angenommen, dass wir vom fetten Vlad geschickt wurden. Aber irgendetwas ist hier nicht in Ordnung. Warum? Hier ist es noch schlimmer. Die Bestie hat ihn aufgeschnitten und eingepackt. Für irgendjemanden vorbereitet. Er wartete auf den Schlitzer. Er treibt sich noch immer hier herum. Der Mörder des alten Burach. Er ist nirgendwo hingegangen. Keine Chance. Das ist für ihn. Der Metzger hat für ihn die Vorarbeit geleistet. Warum denken Sie das? Er hat auf ihn gewartet. Sieht so aus. Es ist gut, dass wir dies verhindern konnten. Doch es scheint, dass in einem anderen Hof derselbe Metzger entkommen konnte. Es wurde gerade berichtet. Wir könnten sie fertig machen und denjenigen, der sie angeheuert hat. Eine Schande, dass wir den Posten nicht verlassen dürfen. Und was ist mit dem Körper geschehen? Der Körper wurde den Verwandten übergeben. Sie werden ihn begraben. So ist es. Tja. Okay. So fies, die Dinger. Tja, ein anderer Innenhof, aber das ist ja da eigentlich der einzige, den wir hier haben. Nicht? Wir können hier nochmal da oben nochmal rumgehen, aber das ist interessant, an manchen Stellen kann ich jetzt gerade zum Beispiel, ich kann das, ach doch, jetzt kann ich es wieder ausrüsten. Manchmal kann ich das irgendwie nicht ausrüsten, das Ding. Was das Ganze natürlich nicht leichter macht.